Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch den Bell Hypoallergenic Adventskalender anschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 34,99 € bekommt man ihn bei Rossmann und ich glaube aber nur online. Ich habe den noch nicht im Laden gesehen. Ich bin ganz aufgeregt. Letztes Jahr war der richtig, richtig gut und ich hoffe, dass er dieses Jahr auch wieder so gut ist. Letztes Jahr haben wir damit fast ein Fullface hinbekommen und das ist wahnsinnig cool. Bell Hypoallergenic ist halt auch eine sehr hautverträgliche Marke. Ich glaube, die kommt aus Polen, ne? Und wir haben ein schönes, türkises, glänzendes Design. Wir haben hier Rentiere drauf, wir haben hier eine Schneeflocke, Sternchen und das Ganze hier unten nochmal gespiegelt. Wir haben einen absolut schönen Adventskalender, den man sich, der einfach jetzt gerade mit den Lichtern nicht so klar kommt. Ihr seht, wie viele Lichter hier abgehen. Ich möchte reinschauen. Ihr auch? Ja, die Boxen waren letztes Jahr definitiv besser. Egal, aber wir starten hier tatsächlich schon mit einem Produkt. Detox Anti-Pollution Ink Face Moisturizer Matcha Extract. Ich weiß nicht, ist das eine Foundation oder Concealer? 5 Gramm sind hier drin. Das würde mich jetzt mal kurz interessieren, ob das eine Deckkraft hat. Komm, dann schauen wir uns mal doch eben an hier, weil das sieht nach einer Deckkraft aus, ne? Vielleicht ist es auch ein Primer. Ist jetzt auf der Hand erstmal so gelblich. Ah, okay, das zieht aber weg. Das färbt die Haut jetzt minimal ein, aber würde ich jetzt nicht irgendwie als wesentlich bezeichnen. Riecht halt nach nichts, ist ja ohne Rampampam und so, ne? Mit Pflege geht es in der Nummer 2 weiter. Da haben wir einen Lippenbalsam, Lichtschutzfaktor 25. Das ist gut. Aloe, jo, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ne? Ist eine Full Size, gefällt mir. Auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir einen Nagellack drin. Intense Rebuilder Base Coat. Richtig gut. 5 Gramm sind da drin enthalten. Und ja, man macht sich erst Base Coat drauf, dann macht man sich Farbe drauf, dann macht man sich Top Coat drüber und dann hält das mit den Fingerchen eine ganze Weile. Hier haben wir eine sehr runde 4. Also das ist der kleinste Luferschwamm, den ich je gesehen habe. Wobei, ich weiß nicht, ist das ein Luferschwamm? Das ist halt hier auf der einen Seite wirklich so eine peelende Geschichte. Fürs Gesicht würde ich es nicht nehmen. Dafür wäre mir das zu intensiv. Und hier haben wir dann eine sehr weiche Seite. Ich glaube eher, dass es für den Körper gedacht ist, weil fürs Gesicht wäre es wirklich ein bisschen hardcore, ne? Ein Tool. Okay. Am Tag vor Nikolaus, dem 5. Dezember, erwartet uns dann jetzt aber ein Primer. Just Free Skin Color Balance Primer. Der soll so ein bisschen abdecken, Rötungen und Irritationen weg, also abdecken so, ne? Und das sind 10 Gramm hier drin. Ist leider nicht feuchtigkeitsspendend, aber dafür habe ich ja das Produkt in Kläppchen Nummer 1. Das ist dann halt eher gegen die gerötete Haut und ich glaube, dafür ist auch Bell Hypoallergenic eher bekannt, halt gegen diese sehr gereizte, sehr sensible, geschädigte Haut zu arbeiten. Sehr klein war jetzt die Nummer 6, das ist Heiligabend. Ach Quatsch, Heiligabend, Nikolaus. Longwear Eye Pencil, das ist ein Kajalstift, der klassische schwarze Kajal in der Farbe 01. Ja, ne, ist halt so ein herausdrehbarer Stift, da kann man sich definitiv drüber freuen. Gehört in einen Make-up-Adventskalender auch irgendwie mit rein, also von daher ist es okay. Wow, in der Nummer 7 haben wir einfach mal eine Mascara drin. Das ist die Open Eyes Intense Mascara. Das dürfte eine Full Size sein, würde ich mal sagen. 6 Gramm, ne? Das hört sich auf jeden Fall nach einer Originalgröße an. Ja, schöne Geschichte. Mache ich jetzt aber noch nicht auf. Kann ich euch gegebenenfalls das mit Bürstchen zu einblenden jetzt mal. Ist immer eine ganz gute Geschichte mit diesen Bell Hypoallergenic Mascaren, wenn man sehr sensible Augen hat, ne? Und dann macht das definitiv Sinn. Hui, die Nummer 8 darf normalerweise machen, dass es kracht. Dätzung. Ja, kann man als Haargummi verwenden, als Armband. Ich finde die ja ganz furchtbar. Ich kann damit nichts anfangen. Für mich ist das einfach ein Füllprodukt. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Lip Liner freuen und den müsste ich aber schon da haben, in der Farbe 06. Das ist halt ein richtig schöner Move-Ton. Wir haben jetzt aktuell noch kein Lippenprodukt, was man damit kombinieren könnte. Ich habe aber zig Lippenprodukte in meiner Sammlung, die ich damit kombinieren könnte. Du kannst dir aber auch so einen Lip Liner einfach komplett aufgeben und dann gegebenenfalls einen klaren Lipgloss drüber machen. Oder wir haben hier drin irgendwas. Und zwar in der Nummer 10. Da haben wir hier den Stay On Water Lip Tint. Sehr interessant. Hier steht jetzt keine Farbbezeichnung drauf irgendwie.
Das ist interessant, ne? Also weder hier noch da noch tralala. Passt aber auf jeden Fall zu dem Lip Liner mit dazu. So schaut er aus. Ist auch ein schöner Mauve-Ton. Ich guck mal. Ah, okay, das ist halt wirklich ein Liquid-Produkt, ne? Ja, wahrscheinlich so ein Liquid-Lipstick. Da macht es definitiv Sinn mit dem Lip Liner, ne? Weil sonst kann sowas echt ausbluten und dann ist es echt uncool. Ja, also das mit den Kläppchen, das ist nicht so eine coole Sache. Das war letztes Jahr auch, wenn das Boxen waren, die runtergeknallt sind, war es definitiv besser als das Ding. Ja, erste Schnapszahl, die Nummer 11. Long Lasting Nail Enamel, also Nagellack, 5,5 Gramm habe ich hier drin enthalten. Farbe steht jetzt hier nicht drauf. Ja, ist halt so ein altrosa, schrägstrich leberwurstfarbener Nagellack, ne? Also ich trage sowas, wie man offensichtlich sieht, eher weniger. Ich bin sehr, sehr bunt unterwegs, aber es ist ein dezentes Tönchen, was definitiv viele tragen und mögen werden, also passt es. Die Nummer 12 ist bei mir jetzt leider leer, die Halbzeit. Die werden wir vielleicht irgendwo anders wiederfinden. Mutig, mutig. In der Nummer 13 haben wir ein Augenbrauenprodukt und zwar in der Farbe 02. Das ist dann so ein bräunlicher Ton, denke ich mal. Und auch das dürfte eine Full Size sein. Ja, eher so für Brünette. Für mich wäre es sehr, sehr wahrscheinlich einfach zu dunkel. Wobei das auch einen aschigen Einstich hat, aber ich glaube, das dürfte zu dunkel sein. In der Nummer 14 haben wir so ein Pinselreinigungstool. Also auf der einen Seite kannst du damit halt wirklich beim Pinsel waschen, deine Pinsel reinigen. Und auf der anderen Seite hast du etwas, wenn du dich schminkst, dass du das Pigment so runternehmen kannst. Kann man machen. Na guck, das finde ich schön. In der Nummer 15 haben wir einen Bronzer drin enthalten. Ich weiß gar nicht, ob ich von Bell Hypoallergenic einen Bronzer habe. Das ist ein kleiner, ich weiß jetzt nicht, wie viel Gramm hier drin sind. Da steht hier nämlich leider nicht mit drauf. Die Farbe ist 04 Suntan und das ist ein wirklich schöner Ton, muss ich sagen. Doch ich habe einen Bronzer von Bell Hypoallergenic. Stimmt, habe ich. Oder hatte ich jedenfalls mal. Der hat einen leichten Schimmer mit drin, was eigentlich überhaupt nicht meine Welt ist. Deswegen muss ich noch ein bisschen überlegen, ob ich den behalte oder nicht. Und deswegen werde ich den nicht swatchen. Aber farbtechnisch, wenn man das jetzt so sieht, ne, ist das wirklich eine gute Farbe, die bei mir auch gut funktionieren könnte. Aber wie gesagt, wenn der Schimmer drin hat. In der Nummer 16 haben wir ein Haarclip drin, wo die Perlen auch nur mit so einem Bändchen drauf befestigt sind. Also das sieht wirklich so billig aus. Wow, Leute, wirklich. Also eine Haarnadel ist das. Und es ist schön mit den Perlen, aber wenn man wirklich nah rangeht, dann seht ihr das wahrscheinlich auch, ne? Da sieht man richtig dieses durchsichtige Bändchen und ich glaube, dass das dann nicht so easy peasy über die Haare gleiten wird. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, haben wir einen klassisch roten Nagellack, 5,5 Gramm. Das ist einfach so ein schöner Weinrotton, den kann man auf jeden Fall gut gebrauchen und der macht in einem Adventskalender durchaus Sinn. Ist nicht so ein knalliges Rot, sondern eher so ein dunkles Rot. Ich glaube, so ein Rot tragen mehr Leute als so richtig knallig, auffällig, so rot, ne? Ja, glaube schon. In der Nummer 18 haben wir ein Boost Skin Concentrate Illuminating Effect. Das ist doch wohl mal ein Highlighter oder es ist ein Primer. Sehr interessant. Okay, wie viel haben wir denn hier drin? Also auf dem hier steht 5 Gramm drauf, auf dem hier steht nichts drauf. Ich gehe davon aus, dass hier auch 5 Gramm drin enthalten sind. Somit hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Highlighter. Ein Bronzer haben wir am Start. Mal gucken, ob noch ein Blush kommt. Primer ist mit dabei, also ne? Weiter gucken. In der Nummer 19 haben wir aber tatsächlich einen Highlighter. Ein Glow Pressed Powder ist das und ja, 01 Natural Glow ist das hier. Und das hier wäre dann ein Puder Highlighter definitiv. Ja, hübsch, ne? Ich meine, dass ich den schon mal hatte, dass er mir dann auf der Haut aber leider zu dezent oder zu aschig rübergekommen ist. Ne, das ist halt auch Geschmackssache. Wow, in der Nummer 20 haben wir einen Schlüsselanhänger, so ein Puschel. Ui. Sehr cool. In der 21 haben wir auch wirklich einen Blush drin in der Farbe 04 Venus. Und das ist so ein kühlerer Blushton. Den mag ich auch optisch gerne leiden. Ich glaube, dass das auch so ein nicht ganz so super auffälliger Ton sein sollte, ne? Ich glaube, das wird viele freuen, dass das so eine Farbe ist.
krass, in der 22, jetzt ne, kommt aber so langsam ein kleiner Lauf rein, haben wir eine Mascara. Upper and Lower Lash Precise Mascara, das sind 6 Gramm. Also haben wir hier quasi dann nochmal eine alternative Mascara zu der, die wir ja schon drin hatten. Da kann ich mir vorstellen, dass das hier, ich blende euch die Bürstchen hier ein, eine Gummibürstchen-Mascara ist und die andere dann wahrscheinlich eine Faserbürste sein wird. Ja, aber gut. Hä? Krass. Also wir hatten ja schon ein Glow Press Powder. Das ist dann wahrscheinlich All Over Face gedacht gewesen, denn das hier ist ein Highlighter. Hammer! 02 Sunset ist die Farbbezeichnung und der schaut so aus. Also das finde ich jetzt schon wieder cool. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir hier sogar, also nochmal, also krass, schön, mag ich. Das ist doch jetzt ein Scherz. So ein Riesenkläppchen 24. Und man denkt sich, ach cool, vielleicht haben die da ja wirklich eine kleine Lidschattenpalette oder so reingepackt, ne? Nach den ganzen dekorativen Kosmetikprodukten und so. It is ein Scrunchie von der billigsten Sorte überhaupt. Oha, was ist das denn? Das ist total merkwürdig. Warum macht man sowas? Warum baut man so eine Spannung auf? Und am Ende hat man dann so einen Pups drin. Das muss doch nicht sein. Übrigens! In der Nummer 12 hätten wir eine Pinzette drin gehabt. Ich hatte erst auf eine Nagelfeile getippt, aber nein. Hier wäre eine Pinzette drin gewesen. Die habe ich jetzt gerade nochmal wiedergefunden, als ich so ein bisschen den Adventskalender auseinandergerissen habe. Fazit zu diesem nicht mehr ganz so hübschen Schätzelein. Mich stören enorm die ganzen Füllprodukte. Aber man darf nicht vergessen, dass man 35 Euro dafür bezahlt. Das ist nicht viel Geld. Nicht viel Geld. Wir haben Blush, Bronze, Highlighter, Mascara, Kajal, Primer, Lippen, Nagel. Eigentlich haben wir schon ne, sehr, sehr viel mit dabei. Und im Prinzip auch das, was das Herz begehrt. Also da muss ich jetzt mit meiner Meckerei wirklich mich ganz, ganz klein anstellen, nämlich gar nicht. Ich finde den Adventskalender für jemanden, der wirklich einen kompletten Schmink-Adventskalender haben möchte, angebracht, sofern er auf dezente Farben und auf dezentes Make-up steht, weil das ist, also Belle Hypoallergenic ist nicht dafür bekannt, dass man mega krasse Make-up-Looks damit schminken kann, ne? Das darf man nicht vergessen. Schade Schokolade, wie der Adventskalender am Ende aussieht, weil er sieht echt furchtbar aus, es war letztes Jahr deutlich schöner mit den Boxen. Aber es ist irgendwie doch ein cooler Adventskalender. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ja, also ich hatte zwischendrin so einen kleinen Hänger, wo ich gedacht habe, das ist jetzt nicht deren Ernst. Ne? Stimmt, sogar Augenbrauenprodukt haben wir auch mit am Start. Aber dann irgendwann kam es wieder, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist das, was ich die letzten Jahre auch so cool fand da dran. Aber manche Sachen, die braucht man nicht und die Nummer 24 ist leider echt blöd gewählt gewesen. Aber gut, ne? Das ist jetzt, wie es ist. Wenn man aber das Komplette auf dem Tisch sich anguckt, was dann am Ende dabei rumkommt, lohnt es sich schon wieder. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, aber eigentlich ist das ein Adventskalender, den man wirklich empfehlen kann, oder? Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Belle Hypoallergenic Adventskalender. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!